So, weiter geht's heute mit dem Qualifying hier aus Spanien. Los geht's. So, da sind wir wieder auf der Strecke. Wir müssen aber leider ins Nass-Setup wechseln. Da ist im Rennen morgen Regen wird und wir es dann deutlich ein bisschen einfach haben im Rennen. Also erwartet mal gar nichts. Das wird wahrscheinlich hinauslaufen, dass wir da irgendwo am Ende des Feldes stehen. So, 18 Minuten und wir fahren mal raus. Wir können ja jetzt ein bisschen raushauen, was wir wollen. Ja, wir können ja heute ein bisschen raushauen und reifen. Wie gesagt, wir brauchen sie ja morgen nicht. Und ich fahre auch nur mit dem Nass-Setup, damit ich für morgen im Rennen die Möglichkeit habe, das Auto ein bisschen zu halten. Mehr Abtrieb und vielleicht auch eine andere zu schaffen. Und, dass ich halt rauskommt. Ja, mal gucken, was halt morgen rauskommt am Ende. Ne? Ich vermute, dass wir tatsächlich soweit im letzten ganz nach hinten irgendwo landen werden. Das kann auch ein Vorteil gewesen sein, warum wir im dritten Training gestern noch nach hinten gereicht wurden, weil halt auch irgendwas das Setup drin war. Vielleicht haben wir trotzdem ein bisschen nach vorne gekommen, aber ist egal. Ich bleib nicht zu spekulieren, am Ende steht ein 17. Platz, ja. Und das wollen wir heute ein bisschen verbessern, ne? Wenn wir wieder in die Punkte wollen. Und alles andere als einfach werden wird morgen. So, auf geht's. So, ein paar Autos sind schon draußen, aber noch nicht alle. Klar. Wir haben hier so eine gute Viertelstunde. So, hier diese enge Schikane. So, erste Western, die erklärt als 18.1. Frage ist, kriegen wir es heute? Kriegen wir hier vielleicht noch eine bessere Zeit? Ne, kriegen wir nicht hin. Es ist nur Platz 3 hinter Dani Kvyat. So, Bestzeit haben wir jetzt gerade gesehen von. Was war das denn? Fahrer vor mir. Kvyat ahead, gap to car in front is 15.8 seconds. Their best lap time is a 1 minute 18.1. Auch eine 18.1, also die fahren momentan 18er Zeiten. Momentan nur noch 5, weil Ocon sich auch noch davor schiebt. Kimi Räikkönen schiebt sich noch davor. Ja, ich habe nur das viele mit Trockensetup durchfahren. Das gibt in die extrem hohen Abständen der Fahrer ein bisschen erklären.
Wo wir gerade extrem weit nach hinten gereicht werden. Sind jetzt auch nur Siebter. Fahrer vor mir. Räikkönen ahead, their best lap time is a 1:18.7. Ah, ein bisschen konnte hinter uns. Ist toll, ja, fahr doch einfach. So, Achter momentan nur. Das war natürlich komplett unkonzentriert von mir. Ja, nice. We've only got 2 laps of fuel left. Ich lass mal den Albon da ziehen. 9. jetzt nur noch. Gut, King Latifi, die sind hinter uns. Das hatte ich auch immer so ein bisschen gehofft. Das würde aber dann trotzdem irgendwo bei Platz 17, 18, 19 rumstehen. Final sein. Aber nochmal, wir fahren auch noch das Setup. Ich vermute, dass das eine, der eine oder andere aus dem Set, aus dem Z-Fahrerwelt ist doch auf dem trockenen Setup probiert. Jetzt hebt sich die Nazi auf die 10 hinter uns. Und wenn ich bin Platz 9 durchaus zufrieden wäre, jetzt ist es Platz 10, mein Markus sich dann auf 9 setzt. Also den Haas haben wir schon mal beide hinter uns, vor uns. Lass mich nicht verrasselt. So, wir müssen noch mal ran. Ich würde euch eben das Auto noch schnell in die Garage. Wir stehen nur auf Platz 14. Also wir müssen nochmal einen Schritt nach vorne machen. Die Hälfte ist, gute Hälfte ist rum. Und natürlich setze ich wieder mal, gehe ich wieder auf raus. Also ich bleib direkt bam 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 raus. Neue Reifen drauf, gib ihm. Sogar nur 15, ja, so, ja, das wird irgendwo da hinten passieren. Jetzt sind wir sogar nur 17. da, also es sieht nicht gut aus momentan. Fahrer vor mir. Magnussen ahead. Their best lap time is a 1:18.7. Also 18:7 sollten wir schon irgendwie versuchen zu packen. Vielleicht 18:6, dass wir nochmal einen ordentlichen Schub nach vorne kriegen. Ansonsten klebst du hier am Ende irgendwo in der letzten Reihe. Nach der Pole in der letzten Woche in den Niederlanden, die leider nicht zum Sieg gereicht hat. Aber immerhin haben wir eine Pole geholt. Also zweite der Saison in Brasilien. So. Versuchen wir es nochmal. Angriff auf die 18:7. Das ist unser Ziel. Thank you.
mich zu konzentrieren. So, momentan sind wir eine gute halbe Sekunde schneller als unsere Bestzeit. Unsere Bestzeit. Unsere persönliche. Klar, dass es sich schon ganz vorne reichen wird. Ich habe noch mal ein bisschen was verloren am Ende. So, nächstes Auto ist schon mal raus, McLaren. Wir haben eine gute 7 Minütchen. Haben wir jetzt Räikkönen und Magnussen kassiert. Fahrer vor mir. Separates you. Their best lap time is a 1:18.2. 18:2 ist der nächste Schritt Richtung Ocon. Also ja, müssen wir mal gucken. Mit der Runde sowieso nicht. Kann ich auch den Links rausnehmen. Ich vermute, dass wir so 18:0er Zeiten fahren müssen, um final noch was zu reißen. Mit frischen Reifen vielleicht durchaus möglich, aber mal gucken. So, da stehen wir wieder ein bisschen in der Garage. Ich guck mal gerade, was die Zwischenzeiten sagen. Wie die Spitze aussieht. Ja, 16:5 ist die Spitze. Wenn du spezifische Informationen oder bestimmte Änderungen zu dem Auto während einem Pitstop hast, kannst du mir sagen, was du über das Radio willst. Press und hold den Radio-Button, um das System zu aktivieren. Und du kannst entweder das Kommando sprechen oder es manuell aus dem Radio-Screen erkennen, das auf dem Multifunction-Display erscheinen. Während das Radio aktiv ist, cycle through Command-Groups mit dem MFD-Button. Also, de facto brauchen wir eine halbe Sekunde, um zumindest mal auf Platz 9 zu springen. Und zwar ziemlich genau eine halbe Sekunde. Und das versuchen wir jetzt auch mal. Und selbst dann. Also uns fehlen gute 2 Sekunden, um wirklich wieder mal wieder ganz nach vorne zu stehen. Aber das kriegen wir wahrscheinlich nicht hin. 16:5 von der Spitze. So, gucken wir mal, was drin ist. Also, wie gesagt, eine halbe Sekunde, dann wären wir 9. Dann würden wir vor Gasly springen, der so ziemlich genau eine halbe Sekunde vor uns liegt. Und dann wären es wieder 300, um den nächsten Sprung Richtung Lando Norris zu machen. Das haben wir ja gerade schon gesehen. Der 08 Bosch, also 17:7 gefahren ist. Was? Wird nicht einfach werden, definitiv nicht.
Es wird definitiv auch kein einfaches Rennen werden morgen, das ist schon mal jetzt klar. Viele Punkte wird es wahrscheinlich nicht geben, aber schauen wir mal, wie es drin, wie es wird. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen hier. Ich war fast Richtung finale Runde. Oder Finale der Runde. So, ich jetzt schon mal auf Hotlap stellen, damit wir hier halbwegs vernünftig durchkommen. So, dann versuchen wir es mal, aber vielleicht eine Chance haben, mal nochmal in Richtung. Richtung Top 10. Wie gesagt, eine halbe Sekunde brauchen wir. So, schon mal nicht. Ne. Eigentlich schon gar nicht möglich mehr. Was? Wir müssen echt zaubern. Wir haben hier schon wieder was ordentlich Rückstand. Es reicht zumindest, um eine Spezie zu kassieren. Das wäre jetzt gerade nur Platz 14. Just 30 seconds left in the session. So, leider reicht das nicht ganz. 14. Platz ist so, ist das Minimum, was wir heute hin, was wir dieses Wochenende starten hinkriegen. Jetzt ist die große Frage, wer rutscht noch nach? Wer holt sich nochmal eine Position? Die Zeit ist abgelaufen. Die Hoffnung war da, auf 18:0 zu fahren. Da müssen die Abstände extrem knapp gewesen sein, wenn wir nicht 18:0 gefahren wären. Also ein Hundertstel schneller. Wäre es sogar wahrscheinlich sogar Richtung Platz Top 10 gewesen. Aber das kriegen wir nicht hin. You've fallen down the table. You're currently in P15. 15. Platz. Also da ist noch einer mit nach vorne gerutscht. Der da hinter mir stand. Hamilton, ja, momentan klar der Schnellste. Stroll Ocon, die bildeten sich gerade momentan um Platz 14, während Stroll Ocon geschlagen hat. Giovinazzi hinter Ray Köhn, das tut uns jetzt nicht weh. Ich hätte jetzt auch das Telefon können. Und Lewis ja mit nochmal mit einer Bestzeit. Ja, wo wird es dann in der Finale rausgehen? Also 15. Platz ist schon mal so das Allermindeste, was wir kriegen können.
Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Hamilton, Verstappen und Alexander Albon. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. So, das müssen wir mal gerade gucken, wie weit wir nach durchgerutscht sind. 15, da ist es am Ende noch. Ja, ich sag ja, 18-0, dann wären wir vielleicht nochmal eins vom Blitz nach vorne gerutscht. Es fehlte tatsächlich nicht so viel, aber es ist Platz 15, es ist tatsächlich eine kleine Enttäuschung, muss ich sagen. Mal gucken. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Das war eine tolle Qualifying-Session für Sie. Denken Sie, Sie werden diese Leistung im Rennen wiederholen können? Versuchen. Wie läuft diese Saison für Sie? Kann sich Ihr Auto mit den anderen messen? Ja, klar. Verschleiß. Klasse. Das war dann alles. Ja. Gut, dann sind wir auch mit dem Samstag durch. Dann geht es jetzt nur noch ins Rennen. Platz 15. Ja, mal gucken. Es müssen ein paar Autos geholt werden. Wenn so ein, noch ein Podiums, den Podiumsplatz, ja, träumen weiter. Einen Punkterang zu erreichen. So ist es eigentlich richtig. Aber schauen wir mal. So, dann würde ich sagen, wir feiern. Wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr dann mit dem Rennen.